Was geht ab, meine Freunde? Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit was geht, Bro? Naim Sky, bitte kannst du für die Begrüßung einmal den machen. Wen? Du weißt welchen. Was? Boom! So? Genau so. Ich werde das sogar noch vor das Intro schneiden. Du sagst zweimal Boom, also okay, in meinem Video. Machen wir. 10 unangenehme Fragen. Ich mache die Intros immer kurz, Bruder. Du, also das heißt, es geht direkt rein. Es geht direkt rein. Man muss sagen, mit den Jungs im Hintergrund ist es natürlich sehr, sehr unangenehm jetzt mit dem Sammy, ne? Weil ich muss mich zusammenreißen, nicht zu lachen, Digga. Komm mal kurz rein hier. Komm mal kurz rein. Ich muss mir 10 unangenehme Fragen mit Sammy machen. Eigentlich ja, ne? Was verdient Sammy im Monat? Frage Nummer 1. Wer war die nervigste Person, die jemals in der Jury saß? Boah, ganz klar Sammy, Bro. Ganz klar Sammy. Echt? Ja. Sammy ist sehr, sehr anstrengend. Deswegen lade ich ihn auch ungern öfters ein, weißt du? Das ist so das Ding. Ach so, das ist nein, das nein, Spaß. Nein, also an sich, ohne Spaß, ich bin erstmal dankbar, dass jeder überhaupt hier hinkommt, so, weißt du? Aber an sich würde ich sagen, nervigste Person, lass mich mal überlegen. Ja, eigentlich sind alle echt entspannt, so. Nein, du musst, Bruder. Alle sind echt entspannt. Das ist wirklich sehr unangenehme Frage. Die Sache ist, das ist eine sehr extrem unangenehme Frage. Aber weißt du, was mein Problem ist? Und das muss ich an dir heute rauslassen. Weil, guck mal, weißt du, was ich mir denke? Die Leute nehmen sich extra Zeit, setzen sich hier hin. Und klar, es gibt natürlich Leute, die sind ein bisschen anstrengend, so. Muss man sagen. Viele wollen sich in Szene setzen, so. Weißt du, das ist dann schon manchmal ein bisschen nervig. Aber es ist jetzt hart zu sagen, das war die nervigste. Weil er hat sich auch Zeit genommen, weißt du? Er hat gesagt, das wäre jetzt hart zu sagen, das war die nervigste. Es ist eine Dame auf jeden Fall gewesen. Nein, das meine ich nicht. Nein, keine okay, Dame. Weißt du was? Wirklich keine Dame. Wir lassen Sammy gelten. Ja. Bruder, weißt du warum? Bruder, weißt du warum? Die Leute, die die härteste Rüstung haben, die können auch mal einen Hieb ab. Er ist ein Dradi, er kriegt das, er kann das schon ab. Lassen wir das zählen so? Ja, wir lassen es zählen. Oder ist es jetzt uncool, dass ich keinen Namen gedroppt habe? Nee, also eigentlich das einzige Nervige ist, dass... Achso, das dürfen wir nicht leaken. Okay. Dürfen wir nicht leaken, ne? Dürfen wir nicht leaken. Weil das Video kommt davor wahrscheinlich, ne? Ja, heute ist irgendwas passiert. Heute ist was passiert, ja. Also freut euch auf eine krasse Folge, erkenne den mit dem einzigen Pechvogel-Maestro in der Jury. Okay, Frage Nummer 2. Wie fühlt es sich an, wenn dein Format bekannter ist als du selber? Das Format bekannter als ich selbst? Geht das überhaupt? Anscheinend. Weil wenn du das Format guckst, kommst du ja gar nicht an mir vorbei, so, wenn du mal nachdenkst. Eigentlich er hat die und eigentlich die bekanntesten Videos, muss man sagen, sind immer noch die Straßenumfragen, ne? Also das sind die meistgeklicktesten. Ja. Aber ich würde jetzt behaupten, dass jeder, der das Format schaut, mich auch kennt, weil kommst ja nicht an mir vorbei, so. Ja. Bist du in jeder Folge dabei? Spaß. Ja, also ich sag ganz ehrlich, das ist natürlich, um dich zu kitzeln, das ist eine gute Antwort. Aber ich würde schon sagen, also erkenne den, der Name ist schon sehr big. Aber das ist doch geil. Big. Ist geil, natürlich. Weil ich lebe das ja auch extrem. Du kannst ja auch stolz auf dich sein. Ich will ja, dass der Name so groß wird. Genau. Deswegen. Bro, du kannst mies stolz auf dich sein. Wallah, ich meine das völlig ernst. Wenn du es schaffst, ein Format zu etablieren, das zu den top größten Formaten Deutschlands zählt, dann hast du auf jeden Fall was richtig gemacht. Danke, Bro. Gerne. Aber was man sagen muss, natürlich ohne mein Team nichts möglich. Ne? Also mein Team ist wirklich... Zählt mucho. Sammy dazu? Sammy zählt, Bruder, Sammy ist alles. Ist schon Inventar. Frage Nummer 3. Yes. Bist du Multimillionär? ich äußere mich eigentlich gar nicht so zu solchen Sachen. Bist du Multimillionär? Das ist die Frage, ne? Aber das ist ein Ja, Bruder. Wenn du es nicht wärst, würdest du sagen nein, aber hilft mir, wie inshallah irgendwann und so. Na, wie definierst du denn Multimillionär? In Deutschland ab 2,5 Millionen, glaube ich, zählst du als Multimillionär. Okay. Nein, also ich sag mal so, wenn man alles verkaufen würde, was man hat, dann, aber ich habe keine 2,5 Millionen auf dem Konto oder so, ne? Nee, aber es geht auch um deine Anlagegüter, vielleicht Immobilien, vielleicht Fahrzeuge, alles drum und dran. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade noch dazu bereit fühle, überhaupt über sowas zu reden, aber ich will halt mich nicht so angreifbar machen, weißt du? Ich verstehe. Also ich bin sehr, sehr dankbar für diese Situation, so. Man muss aber eine Sache sagen. Ja. Wir sind alle richtig glücklich, Alhamdulillah. Und du bist ja auch Multimillionär. Sammy, weißt du, würde das auch nicht beantworten. Weißt du, Sammy redet sich so krass raus. Wie, du hast doch schon bei mir gesagt damals, du bist Multi. Oder bei uns Kennex ist andersrum. Wenn wir es nicht sind, wir sagen, wir sind's. Okay. Bei dir ist andersrum. Du bist und du willst nicht sagen. Das ist okay, ist gar nicht. Bruder, das habe ich nicht gesagt, Bro. Das habe ich nicht gesagt, Bruder. Spaß. Okay, Leute, Finanzen, ernstes Thema. Aber vielleicht kann man ja irgendwann mal drüber reden, aber gerade fühle ich mich noch nicht so bereit. Okay, vierte Frage. Habt ihr schon mal eine Folge gefaked? Nein.
Noch nie? Noch nie, noch nie. Du wusstest noch nie vorher Bescheid? Alles. Nein, 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 wusste ich noch nie. Darauf haben wir seit Anfang an so streng drauf geachtet. Strahl. Erste Folge, zweite Folge. Krass. Wir ziehen das auch richtig krass durch. Jetzt mit, wir achten auch richtig streng drauf, dass zum Beispiel wir die Teilnehmer auch nicht vorher sehen. Wenn wir mal einen sehen sollten, ist ja nicht dramatisch, dann weißt du ja noch nichts. Aber wir achten da schon sehr, sehr krass drauf. Also das ist auch, ich finde, das macht das Format auch aus. Und es würde auch keinen Spaß machen für mich, wenn ich das vorher wüsste. Das würde ja für mich auch den Sinn rausnehmen, wenn ich es wüsste. Ich bettel mich auch mit meinem Team. Also die wollen immer, dass ich falsch liege und so. Die achten schon auf Sachen, die ich weiß und so. Also das ist schon sehr, sehr crazy, ja. Aber das ist krass. Immer so ein kleines Battle. Hast du damals bei den Straßenumfragen mal schon mal was gefaked? Nein, auch noch nicht. Auch nicht. Auch noch nicht. Einfach cool. Deswegen, wir sind teilweise also auch Straßenumfragen. Es gibt Leute, die faken. Ja. Bruder, ich bin 10 Tage in der Kälte durch die Gegend gelaufen, um irgendjemanden krassen zu finden. Krass. Also das war schon sehr, sehr crazy. Okay, das war ja dann eine Aber Leute haben mal gesagt, dass es gefaked ist. Was? Weil gefaked? Teilweise Antworten von den Leuten so krass waren. Zum Beispiel, bei den meisten klickt das Video bei YouTube. Ja. Da gab es eine Dame, die hat sehr, sehr krass geantwortet. Aber ich schwöre auf alles, was ich habe, nichts war gefaked. Aber die Leute denken, dass es gefaked ist. Weil es zu krass ist. Weil es zu krass ist, Bruder. Ich frag so 3 plus 3 mal 3 und dann kommen so komische Sachen. Oder Präsident von Asien oder so. Da hat, warte, da hat sie gesagt, ich weiß sogar. Weißt du, ne? König von Dings, das stand sogar im Titel, glaube ich, im Thumbnail. Irgendwie, ist König von so und so. Barack Obama. Barack Obama, genau, Barack Obama ist König von sonst was. Okay. Frage 5. Stimmt es, dass du nicht mehr selber Hand anlegst? Oder war das nur Promo? Promo für was? So Öffentlichkeit, so, dass man sagt, so, boah, ich bin Team NoFap. So nein, einfach nein. Nur Standing. Ohne Spaß, ich hab mich wirklich damit beschäftigt, auch intensiv auseinandergesetzt. Und es ist... Mit das zu machen oder mit dem Thema an sich? Nee, mit dem Thema an sich. Weil es ist ja relativ normal, dass du das halt machst. Ja. Und wenn du jetzt so in deinem Freundeskreis fragst, so, yo, wie oft macht ihr Jungs? Es gibt Leute, die sagen, 3-mal am Tag, so Standard. Krass. Und wenn du näher drüber nachdenkst, dann fällt dir auf, wach, das ist eigentlich gar nicht normal. Du guckst dir täglich Frauen an und dein Kopf kann nicht unterscheiden zwischen echten Frauen und Pornos. Und du denkst dann, und du musst dir vorstellen, wie das für den Kopf ist, wenn du dir jetzt denkst, du hast täglich mit 10 oder 20 Frauen Sex. Das ist ja geisteskrank. Ja. So, und wenn du darüber nachdenkst, dann über Drive etc. Und mir ist halt so, ich muss performen. Also ich will so einen geilen Drive haben für alles. So. Also ich meine jetzt nicht Sex-Drive, sondern genau, so für alles. Genau, das ist wichtig für euch. Genau, damit meinst du nicht den Akt selber, sondern du meinst allgemein. Nein, nein, Drive. Ich möchte Power haben fürs Training, für Business. Also es sind so viele Sachen, wofür ich ja immer Leistung bringen muss. Und das ist so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das zieht einen manchmal einfach runter. Unnormal. Und die Leute wissen das nicht. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum? Weil ich denke so, Bruder, du hast alles, es geht dir gut. Family, alles gesund, zack. Und manchmal bin ich manchmal einfach so down. Ich denke, woran liegt das? Und die Sache ist, die Leute wissen es aber nicht. Das ist das Ding. Und ich finde, jetzt mal Spaß beiseite, diese Folgen, die sind lustig, aber die haben auch immer einen informativen Mehrwert. Und ich versuche auch immer was reinzusticken. Ich habe die Frage bewusst mit reingenommen, weil ich das geisteskrank positiv fand von dir. Und ich glaube, viele aus der Community auch, dass du gesagt hast, ey, ich bin Team NoFap. Und ey Leute, das ist nicht gut für euch. Und auch nicht gut für eure Psyche und für eure Gesundheit, für euer Eheleben, wie viele Ehen dadurch kaputt gehen, weil sie das machen. Safe. Du musst dir vorstellen, wenn du seitdem du 13, 14 bist, das machst, dann ist es für deinen Kopf normal, was mit 20 verschiedenen Frauen zu haben. Jetzt lass dich mal auf eine einzelne ein. Ja. So für 30 Jahre, 40 Jahre, kriegst bis zum Lebensende. Kriegst du nicht hin. Weil du diese Stimulation gar nicht erfahren kannst. Ja. Weil du was anderes gewohnt bist. Auch dieses schnell verfügbare links, rechts, dieses. Es macht einfach Du hast auch keinen Aufwand. Guck mal, wenn du heutzutage, wenn du jetzt was mit einer Dame starten möchtest oder du möchtest Sexualität haben, dann musst du ja Zeit investieren. Du musst die Dame kennenlernen. Zack, ihr heiratet. So, weißt du? Aber durch einen Klick hast du Sexualität. Genau. Du musst nichts machen. Du musst einfach nur kurz Google rein, zack. Und schon hast du deine 10 Frauen. Und weißt du, was richtig gefährlich ist, Bro? Es ist ja auch so eine Form von, also in dem Moment schüttet der Körper ja verschiedene Hormone aus. Ja. Und du hast auch Glückshormone, die dabei sind. Warum? Weil es natürlich eine intime Sache ist mit einer Person, die du liebst im Bestfall. Und jetzt stell dir mal vor, du gaukelst das deinem Körper jeden Tag 3-4 Mal vor. Ja. Das wird so, ich sag mal, ja, wie nennt sich das? Inflationär. Die Ausschüttung dieses Hormons, dass dieses Hormon gar nicht mehr so krass ausgeschüttet wird, weil dein Körper ist es gewohnt. Und du brauchst ja immer einen neuen Kick, das heißt, du brauchst mehr, noch mehr Pornos, noch mehr Frauen, noch extremere Sachen. Das ist die Gefahr darin. Und irgendwann bist du dann zu Hause, du hast eine Frau, sagen wir mal, oder einen Mann, und du willst den Akt vollziehen, du denkst dir, ach, lohnt sich jetzt gar nicht, ich muss mich jetzt ausziehen, ich muss mit dir das machen, dies machen, und der Pipapo. Ich kann das mit einem Klick später einfach so in 5 Minuten, so auf was viel für mich Interessanteres mäßig. Ja. Das ist so eine große Gefahr. Und Bro, du denkst, es ist normal, ne? Also, dass du das ansprichst in der Öffentlichkeit. Mhm. Aber in solche Themen wagen sich viele gar nicht rein. Mhm. Deswegen braucht es auch viel Mut, das zu machen. Mein Riesenrespekt davor, dass du das öffentlich gemacht hast, Bro. Richtig, richtig krass, ehrlich. Team NoFap, meine Damen und Herren. Team NoFap. Die 6. Frage.
Jetzt bin benutzt ich du privat das N-Wort? Benutze ich privat das N-Wort? Gute Frage, ja. Ja, ja, safe. Also aus Spaß, ja. Ja, Bruder, ich muss jetzt nicht auch politisch korrekt sein. Nein, musst du auch nicht. So, safe. So ich habe Bruder, ich habe viele schwarze Freunde, ja. Familie und da droppt das mal so auf lustig. Hast du es auch schon zu einer nicht schwarzen Person gesagt? Boah, gute Frage. Bestimmt. Sehr, ne? Gute Frage. Doch, doch, ja. Aber so wirklich unter Bros, ja, sehr, ja. Sehr privat. So. Wir sagen das auch nicht gängig. Das ist wirklich, du hast mich gehört, ob das mal so passiert, safe. Ja, so. Aber es ist halt auch nicht so gängig, dass wir sagen so, yo, Nigga, was geht? Weißt du? Okay, eine Frage. Hat dir das schon mal jemand gesagt, der weiß war? Da habe ich gerade drüber nachgedacht. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, wann das mal jemand zu mir gesagt haben sollte. Ich weiß, als ich ganz klein war, kam das safe mal. Aber auch nicht direkt, muss ich sagen. Aber ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, wann das jemand zu mir straight ins Gesicht gesagt hat. Ich glaube, die Leute würden sich das auch gar nicht trauen, so weißt du, heutzutage. Das kann sein, aber ich habe es wirklich noch nie... Außer du bist halt richtig dump, so, ja. Dann vielleicht. Ja, die Leute suchen ja, wenn du mit jemandem Streit hast, sucht man natürlich Angriffsfläche so. Aber ich kann mich gerade so persönlich nicht daran erinnern, wann das jemand zu mir gesagt hat. Krass, aber auch danke für deine Ehrlichkeit. Aber ganz kurz zu diesem Punkt auch mit Neger und so. Ich glaube, dass heutzutage Rassismus eher unterschwellig passiert, weißt du? 100%. Ich glaube, dieses Offensichtliche darfst du heute gar nicht mehr, sondern es passiert eher immer unterschwellig. Weil die Leute wissen, wenn jetzt jemand hier im Raum das sagen würde, alle gehen auf ihn drauf. Das ist zum Glück mittlerweile so, ja. Weil das gar nicht angesehen ist. Aber die Leute bringen trotzdem unterschwellig Rassismus rein. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Wen würdest du auf keinen Fall in die Jury einladen? Wen will ich auf keinen Fall in die Jury einladen? Boah, sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Boah, das Ding ist, also es gibt natürlich, muss ich jetzt einen bestimmten Namen nennen, weil so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn du mich jetzt fragen würdest, nie in die Jury einladen, irgendwelche Scammer, Business-Scammer, weißt du, so in die Richtung oder irgendwelche... Also ich würde schon gerne einen Namen hören, aber also, du würdest so Leute, die so Kurse verkaufen, nicht einladen. Ja, safe, die nicht. Also du willst mir keinen Namen liefern, so im Sinne von, du willst so politisch korrekt sein, Scammer willst du nicht. Nein, lass mal überlegen. Kennst du Gilo Farim? Gilo Farim, der gerade mit diesem ganzen, dem würde ich niemals einladen, Bruder, der ist echt Katastrophe. Weil er gelogen hat? Bruder, bei aller Liebe, das geht wirklich gar nicht. Ich habe das gesehen und du musst dich in die Situation von dem Hotelangestellten versetzen, Bruder. Stell dir mal vor, du hast nichts gemacht, hast einen schönen Tag, denkst dir nichts und kommst dann in so eine Situation. Und der wurde dann auch freigestellt, ich glaube, ohne Geld. Ja, und jetzt kriegt er 10.000 Euro Strafe, muss er zahlen. Bruder, das ist nichts. Jetzt stell dir mal vor. Und Leute, ich will auch grundsätzlich niemanden auf Krampf. Also mir ist es wichtig, dass das Format einfach, ich will auch meine Freunde hinsetzen, es performt gut. Ich nehme auch gezielt manchmal Leute rein, die gar nicht so außerhalb von dem Format so präsent sind, weißt du? Ja. Weil ich finde, der Vibe in der Jury macht viel mehr aus, als die Bekanntheit jetzt von den Einzelleuten. Ja. Klar, es ist geil, mal ein Special zu haben, wie jetzt mit Maestro zum Beispiel. Oh, shit. Weißt du, das, aber unser Vibe ist auch gut. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ein großer Fan deines Formats. Das habe ich bei dir schon gesagt, hier in diesem Format noch nicht. Ich gucke mit meiner Frau deine Folgen immer, jeden Abend so, ne? Und wir haben auch das Versprechen schon bekommen von ihm, ich werde eines Tages, wenn Ayaz ein bisschen groß genug ist, wenn er so ein Jahr ist oder ein paar Monate, komme ich inshallah nächstes Jahr vorbei mit meiner Frau. Und er filmt dann alles nur nicht in die Richtung, wo meine Frau sitzt. Achso, okay. So, und guck als Zuschauer, nicht in Jury, nur als Zuschauer. Aber Bro, ich liebe dein Format. Es ist wirklich für mich ein unfassbarer Unterhaltungsfaktor. Danke. Und du hast recht, du schreibst ja auch die Leute nicht in den Titel. Nee. Zeigst auch auf den Thumbnails nicht groß irgendwelche Stars oder sowas. Selbst aber mit natürlich. Natürlich ist es geil, so zum Beispiel die Folge mit Ratar war richtig geil. Ratar Summer Jam war Summer da. Summer Jam, den, Monte, Reezy-Folge war auch sehr geil und so. Aber so. Ich will nicht die Leute gezielt einen Titel schreiben, weil ich denke mir, wenn du damit anfängst, dann hast du ein Problem. Weil wenn die Leute nur klicken, weil jetzt ein Reezy da sitzt oder Monte oder sonst wer, dann hast du keinen langfristigen Erfolg. Bei Monte habe ich vergessen, der war auch da, stimmt. Ja. Und die Sache aber ich bin sehr dankbar, wenn die Leute, das ist ein geiles Special immer, ne? Muss man natürlich, sagen. Das ist cool für das Format, aber ja. Du brauchst es halt nicht. Und das ist gut, dass du es nicht brauchst. Ich gönne dir vom ganzen Herzen, dass du es nicht brauchst und ehrlich gesagt, würde ich mich auch immer so entscheiden, wie du dich entschieden hast. Aber für dich war das damals auch eine Frage, wird es dann überhaupt performen? Wird das Format überhaupt genau so ankommen? Das stimmt, vor allem dieser Switch von Straßenfragen zu dem Format. Aber deswegen habe ich das ja auch, das Konzept ist ja schon älter. Und mir war es immer wichtig, dass ich das so in meinem Stil mache. Ich habe auch sehr mit Straßen-Vibe angefangen, weißt du, so in Lagerhalle und so. Ich wollte, dass dieser Übergang von Straße zu professionellem Format nicht zu krass ist, weißt du? Ihr habt euch drei Jahre Zeit gelassen. Bruder, wenn du die ersten Intros noch siehst, ich habe da noch genauso geredet, auch so, yo Leute, was geht, yo, heute neues Video, weißt du, so auf diese... Ja.
Aber das war trotzdem geil damals. Es hat auch den Vibe gecarried. Oder es war, ja, es war eine Entwicklung, die du gemacht hast. Und wir hatten damals auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, noch nicht so die finanzielle Mitte. Jetzt jedes Mal, Bruder, wir wollten für das Studio 3000 Euro haben. Habe ich gesagt, nein, mach ich nicht. Ich mach das in meinem Lager. Professionelles Studio? Ja, ja. Für einen Drehtag 3000? Ja. Du Scheiße, Digga. Wir machen weiter mit der achten Frage, Bruder. Du hast gleich geschafft. Mhm. Gleich geschafft. Hast du eine Freundin? Nee. Wie schnell kam das denn? Nee, habe ich nicht. Also ich hatte bis jetzt nur eine Freundin, das ist auch schon länger her, also, nee, hatte ich noch nicht. Okay, ich kann mir aber vorstellen, dass es auch schwierig ist, du arbeitest viel, du tust viel, plus inzwischen ist es für dich, nachdem auch das Format, YouTube, alles so big geworden ist, wahrscheinlich schwierig, jemanden kennenzulernen, oder? Es geht, also es wäre bestimmt machbar, aber ich finde, es muss schon sehr, sehr viel matchen. Und wenn ich jetzt mit einer zusammenkomme, ich finde, das ist so, Freunde ist für mich wie Familie, weißt du? So, die will ich dann noch heiraten. Und ich finde, dafür muss es schon sehr, sehr krass matchen. Und bis jetzt habe ich noch nicht so jemand kennengelernt. Es muss sehr, sehr krass matchen, Bro, weißt du? Ey, wieso ist der so sympathisch? Du musst ihn eigentlich roasten. Wer war denn, mit der ich dich gerade draußen gesehen habe? Spaß. Letztens, wo wir meiner Frau geguckt haben, ich weiß nicht genau, welche Folge das war, aber du hast so ein weißes Oberteil an. So. Mhm. Und die hat gesagt, ich glaube, das ist ein Make-up-Fleck hier oben bei dem auf dem Oberarm. Ne? Irgendwas hat sie so gesehen auf diesem weißen Oberteil und die so, der ist richtig gut gelaunt. Ich glaube, der hat inzwischen eine Freundin oder so. Ach krass. Und ich habe dann drauf geachtet. Man muss sagen, wenn das Format, sind ja viele Teilnehmerinnen manchmal, die fragen dann, ob die umarmen können oder so. Und dann gibt es immer. Ach, deswegen hast du die. Ja, vielleicht. Kann gut sein. Aber also man lernt ja auch mal jemanden kennen, so. Vielleicht war das gerade zu der Zeit, wo ich dann so happy war. Vor kurzem? Ja, vor einer Woche oder zwei. Aber die Folgen sind sind weit immer voraus. Ja, okay, hat sich schon erledigt. Könnte sein, dass ich da vielleicht jemanden mal kennengelernt habe, ja. Ja, aber irgendwann inshallah. Aber ich finde den Ansatz auch wieder richtig gut, dass du sagst, ich mache nicht dieses Beziehungshopping. Jetzt mal wieder, um ein ernstes Thema anzuschneiden, wo es gibt so viele Leute, die haben schon so 20 Freundinnen gehabt. Ja, Bruder, gar kein Fall. Eine Woche, dies, das. Und du musst jedes Mal dich einlassen auf diese Menschen, kennenlernen. Ich finde das Hobbys. Was richtig Besonderes und die kriegt dann ja richtig viel von mir. Das ist nicht nur einfach so ein Ding, die kriegt ja alles. Also das ist meine Frau, weißt du? Auch Uros Schlüssel. Ja, so, es ist auch safe, sag ich dir, wie es ist. Ich weiß, obwohl, nein, eigentlich ist es kein Problem, wenn sie mich kennen würde, weil es lässt sich fast gar nicht umgehen, muss ich sagen. Jetzt eine kennenzulernen, die mich nicht kennt, das geht ja gar nicht. Ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Und also selbst wenn sie mich nicht kennt, dann muss man ja nur kurz rausgehen und dann fragt sie, hä, warum wollen die Leute jetzt Foto die Leute so? Was von dir? Aber ich sag dir ganz ehrlich, das muss kein Hindernis sein. Ja, ich habe meine Frau kennengelernt, wo wir so den Peak-Hype hatten. Ja. Jeden Tag Folge. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Es gibt ja so YouTuber, die sagen so, nee, geht nicht, dann ist sie ja nur wegen Fame und so, aber ich denke, du kannst schon erkennen, ob da ein Fame-Digger sitzt oder ob sie wirklich an deiner Persönlichkeit und an dem, was du mitbringst. Ich finde auch, so YouTube ist ja auch ein Teil meiner Persönlichkeit. Klar. Weil das zeigt ja so, boah, ich mache das seitdem ich 13, nee, noch früher, seitdem ich 11 bin. Du hast, das, du bist schon lange dabei. Ja. Normal, voilà. Du warst ein Kind. Ist so, du warst ein Chojuk, wo du noch angefangen hast. Das stimmt auch. Das ist so. Aber guck mal, krass. Ich bin doch froh, dass es damals auch nicht TikTok gab, weil wenn so ein Video viral geht, peinlich, Bro. Das ist schlimm. Aber guck mal. Alles zu seiner Zeit. Ich finde es gut, was du gesagt hast mit dieser Person. Ich würde sie halt jetzt nicht von deinen Instagram-DMs nehmen. Jemand so, oh mein Gott, nein, ich feiere dich so krass. Oder aber weißt du auch so, nie? Weißt du wirklich nie? Sicher? Ich weiß nicht, Bro. Weißt du echt nie? Also ich finde, dein Partner darf in erster Linie nicht dein Fan sein. Nicht in erster Linie dein YouTube-Fan sein. Aber so. Es gibt ja zum Beispiel, wenn ich hier sitze, gebe ich ja auch schon gut was von mir preis. Man weiß ja ungefähr, so wie ich drauf, bin und so. Ja. Und wenn da eine ist, die jetzt wirklich sich extrem verbunden fühlt, Bruder, man weiß nie. Man weiß nie. Auf einmal. Ja, Bruder, das Problem ist, mit so vielen Millionen Klicks, die du gemacht hast, wird deine zukünftige wahrscheinlich schon ein Video gesehen haben von dir. Kann sein. Das heißt, diese Karte ist sowieso schon verloren gegangen. Jetzt musst du noch drauf hoffen. Aber das Krasse ist natürlich live, Bruder. Dass du keinen Goldsticker erwischst. Ja, aber was man natürlich im Kopf hat, Bruder, wenn live irgendwie zack, direkt gecatcht, so ein Vibe und so, das ist natürlich Traum, ne? Aber weiß man nicht. Aber hat noch Zeit, Bruder. Ich bin 24. 24. Er ist 24. Oh mein Gott. Wir werden alt. Wie alt bist du? Ich werde 33 jetzt. Ja. So alt? Mhm. Rentner fast, ja. Ey, warte mal. Wir roasten dich hier, nicht mich. Ich wechsle kurz das Wort. Okay. Ich stelle dir Fragen. Warte, du machst so? Okay, kommen wir zu der nächsten Frage. Ist es heutzutage noch politisch korrekt, Folgen wie Erkenne den Schwarzen zu drehen? Boah, gute Frage. Gute Frage. Bist du ein Rassist? Schwarz?
Wie erkennst du seine Hautfarbe an der Stimme? Was? Genau die Frage habe ich mir bei der ersten Folge gestellt. So habe ich es angekündigt, habe erstmal so einen kleinen Shitstorm bekommen, weil Leute haben geschrieben, was ist das denn für ein Thema und so. Dann kam es, zum Glück hat es dann jeder gefeiert. So. Aber ich muss sagen, ich will gar nicht so politisch korrekt sein. Ich mag gar nicht dieses zu sehr weiße Weste an. Ja, Freunde, das ist so, ja. Ich schreibe jetzt einen Titel, erkenne die Lehrerin oder so. Weißt du, das ist so. Genderst du nicht? Marker macht die Kamera aus. Cancel, Nightstrike. Nein, aber Bruder, ich sag dir ehrlich, ich finde es extremst unterhaltsam einfach. Ja. Und man muss sagen, es gibt einfach gewisse Unterschiede. So. Und wir, na klar, wir arbeiten schon sehr krass mit Vorurteilen, muss man sagen. Aber ich find, musst du ja. Müssen wir. Und aber warte mal ganz kurz, sind die Vorurteile unbegründet, komplett 100%? Nein, das sind ja lustige Vorurteile. Wir nehmen ja keine Vorurteile, die negativ behaftet sind, sondern kannst du tanzen. So, und es ist ja jetzt nichts Schlimmes, wenn wir sagen, boah, der kann geil tanzen, der ist safe schwarz. Bruder, weißt du? Ist doch nichts Schlimmes, aber genau das ist das Problem, Bro. Guck mal. Menschen verteufeln alles, was mit Schubladendenken zu tun hat. Ja. Aber wir denken nun mal in Schubladen. Menschen sind so. Wenn du etwas siehst, ein Wort, dann liest du das Wort nicht, sondern du scannst es und wie es optisch aussieht, das packst du in deine Schublade. Du kannst dich auch mal irren, aber größtenteils irrst du dich nicht. Safe. Und der Mensch arbeitet halt nun mal so. Ja. Wenn ich einen Termin bei einer Behörde habe, denke ich mir erstmal, dass die da sehr diszipliniert, diskret, die Stimmung da drinnen wird eher nicht so lustig sein, die Leute werden ein bisschen den Stock im Arsch haben und das ist ja zu 99% ist das so, dann kommst du zum Sachbearbeiter, der ist lustig und cool drauf und das ist dann die Ausnahme, aber er bestätigt die Regel, weißt du, wie ich meine? Safe. Aber Leute heutzutage wollen all dieses Denken verteufeln, obwohl es gar nicht negativ gemeint ist. Wenn ihr bei der Erkenne den Schwarzen bei der Folge, wenn ihr dann jemanden zum Beispiel fragt, welche afrikanischen Gerichte kennst du? Bruder, hundertprozentig kennst du mehr als ich. Hundertprozentig. Mhm. Aber ich kenne mehr türkische. Das ist doch meine Kultur. Ja, das ist ja auch eine kulturelle Sache. Safe. Du gehst ja nicht ja auf die Hautfarbe, sondern du gehst ja, woher kommst du? Und daraus schließt du, aha, du hast diese Kultur ungefähr. Safe. Beantworte mir kulturelle Fragen. Das vor sind allem, keine Rassen. Man muss ja auch sagen, du, und das ist ja auch das Geile an dem Format, es geht auch oftmals nicht zu sehr ums Erkennen, sondern auch, du erfährst viel von den ganzen Sachen. Du erfährst von der Kultur, du erfährst was darüber, welche Gerichte gibt es da, was macht man normalerweise in Ghana da und so. Das ist ja auch irgendwo interessant für die Leute. Es ist ja eigentlich irgendwo fast schon so ein Interviewformat, nur in einem anderen Stil. Also gleichzeitig noch spannender, weil du bist halt drin und willst jetzt wissen, sagt er die Wahrheit oder nicht. Aber eigentlich erfährst du ja jedes Mal 5 Geschichten von Leuten, die dir sagen, keine Ahnung, ich bin Polizist. Und dann erfährst du voll viel über das Polizeisein, was du sonst gar nicht so mitbekommst. Das heißt, es ist so, du hast gleich 5 Interviewpartner eigentlich so. Und das macht es auch nochmal aus, finde ich. Deswegen ist das auch, finde ich das immer ein bisschen nervig, wenn Leute sagen so, ey, das gibt's ja auch in Amerika, weil die machen das da nicht so. Das ist ja ganz anders, da geht's viel mehr, da geht's wirklich so rein ums Erkennen. Aber ich wollte schon so dieses, du erfährst was darüber. Bruder, wir haben über 100 Folgen, das sind so alle unterschiedlichen Themen, so, weißt du? Ja. Aber gut, politisch korrekt sein muss man also nicht. Also findest du es, heutzutage solche Folgen zu drehen, völlig okay? Ja. Ja, ich auch. Jetzt bin ich gespannt. Bruder, die 10. Frage ist scheiße. Ich werde sie trotzdem stellen. Bist du homose Spaß? Nenne mir 3 Personen, die du angefragt hast für die Jury und die dich gekorbt haben. Die mich gekorbt haben? Hast du schon mal Korb kassiert? Ich muss sagen, die meisten, das kommt meistens durch Anfragen, also auch über Ecken und so. So, dann kommt so vom Management so, ey, der hatte Lust mal reinzukommen und sowas. Wir fragen gar nicht so viele selbst. Oh, lass mal überlegen, gab es mal jemanden, der nicht kommt? Tanzverbot fällt mir ein, habe ich zwar nicht direkt angefragt, aber das fällt mir gerade ein, den hätte ich auch gerne dabei gehabt, aber der meinte so, dass er nicht, sich nicht so in diesem Format sieht. Hatte zu einem von uns aus dem Team gesagt, zu Ahmed. Und aber er hat gesagt, das Format sehr feiert. Er feiert sehr. Ich habe auch gesehen, der hat auch, also ich mag den auch sehr. Ja. Aber du meinst ja, ob wen ich direkt angefragt habe. Ja, du hast niemanden angefragt, wa? Nee, mir fällt echt keiner. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch persönlich so, ich will nie auf Krampf, weißt du, ich will nicht auf Krampf sagen so, der muss jetzt hier rein, weil es wäre so krass, wenn er hier wäre. So, ich denke so, das kommt irgendwie. Ja, safe. Weißt besonders das Format spricht ja inzwischen auch für sich. Ich danke dir dafür, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Gerne, also, Bro. Mr. Multimillionär. Digga, hör auf damit, Bruder. Ich will auch gar nicht, dass die Leute mich so wahrnehmen als so Dings. So. Du bist auch hier, was ist das hier, Bruder? Versace Jeans. Oha, Bruder. Warte, Versace Jeans. Willst du noch jemanden grüßen? Ich hab keine Uhr. Was ist das? Guck mal, wie extra vor dem Dreh hat er die Uhr extra abgesetzt, so, weißt du? Aber Retalk, kein Spaß. Ich habe nur eine Rolex. Was heißt nur eine? Ich habe eine damals. Guck mal, nur warte, eine. Ich habe die schließlich auch für meinen Sohn getan, wallah.
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich höre, das ist süß. Das ist sehr süß. Okay, du hast noch mal am Ende die Chance, dein Instagram zu sagen und jemanden zu grüßen, wenn du willst. Ja! Ich grüße Mama, Papa, meine Schwester. Ich grüße Sammy, Ahmed, mein komplettes Team. Ich grüße meine Freunde und check mein Instagram. Nein, ich muss gar nicht. Nein.